Die Leute denken, sie wüssten alles über dich. Aufgrund deines Aussehens. Aber so einfach ist das nicht. Vor allem nicht bei mir. Ich habe schon ein bisschen mehr zu bieten. Ferdinand ist zwar ein riesiger, furchteinflößender Bulle, hat aber das sanfte Gemüt eines Schmusekätzchens. In Ferdinand geht stierisch ab, hält man ihn jedoch aus Versehen für ein wildes Tier. Das ist ein Irrtum! Nina! Ferdinand! Ferdinand wird in die Fußstapfen seines Vaters, der ein ganz berühmter Kampfstier war, so ein bisschen reingedrängt und versucht in irgendeiner Form dieser Rolle gerecht zu werden. Hadert natürlich, weil er es eigentlich nicht ist. Ich bin hier, um einen Stier auszuwählen. Ich nehme diesen. Scheiße, ich wäre nicht gern du. Ich bin kein Kampfstier. Für die prominenten deutschen Sprecher der tierisch verrückten Figuren waren die Sprachaufnahmen ein Riesenspaß. Es war echt spannend, weil man so unfassbar genau sein muss. Das war toll. Also daran bin ich auch wieder so ein Stück weit, ich will sagen, ein bisschen gewachsen. Und ich habe den größten Respekt vor allen Synchronsprechern. Hat super viel Spaß gemacht. Leute, helft ihr mir hier raus? Wir sind auf der wunderschönen Pferdelseite und du bist auf der stinkerten Stierseite. Nur einen schönen stinkerten Tag wünsche ich. Hey, Huf Klaus, hey, Huf Greta. Das wäre ein bisschen bescheuert. Meine Rolle ist der Franz, das ist ein Lipizzaner. Er ist nicht der Freund vom Ferdinand. Das macht mich persönlich ein bisschen traurig, aber es müssen auch die Bösen von ihm gesprochen werden. Ich spreche zum Glück den Paco. Er ist ein ganz süßer Hund, ein störrischer Hund, der seine Gefühle nicht so ganz zugeben kann. Hey, 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 ich habe die Hühner gerade zusammengetrieben. Nicht! Zum Schluss ist irgendwie seine Zuversicht und auch vor allem seine Gefühle zu Ferdinand dann doch größer als sein sturer Geist. Ein Hund kann nicht der Bruder von einem Stier sein. Das wäre total schräg. Wirklich? Und wieso wedelt dann dein Schwanz, wenn ich dich Bruder nenne? Bruder? Hey, aufhören. Das war knapp, entschuldige. Ja, die Essenz des Films ist, dass man sich treu sein sollte. Und egal, was von außen irgendwie erzählt wird, was man wie zu sein hat, dass man versuchen sollte, seinen eigenen Träumen zu folgen. Nina braucht mich. Ich verschwinde von hier. Und ich lasse niemanden zurück. Der beste Plan der Welt! Mach uns einfach alles genau nach. Vielleicht doch nicht alles und nicht genau. Ein großer Bulle mit einem noch größeren Herzen. Ferdinand geht stierisch ab ist ein lustiges Animationsabenteuer mit einer wichtigen Botschaft. Beurteile niemanden nur nach seinem Äußeren. Oh nein,